Ein Spektakel von Fred und Susan, Kapitel 2. Moin. Oh, hi, Fred, ich bin wieder zurück. Wo warst du denn so lange? Ja, einkaufen, was sonst? Aber da braucht man nicht 5 Stunden und 5 Minuten dazu. Doch, ich schon. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Eierbiskotten und Eierschachteln. Mann, Eierschachteln, das ist nur eine Pappe. Und Eierbiskotten, das ist was zum Naschen. Oh, ich habe jetzt eben kein Klopapier mitgenommen. Das weißt du schon, oder? Nein, weiß ich nicht. Und warum hast du kein Klopapier mitgenommen? Wir haben eine Rolle nur mehr und die ist auch wieder gleich aus. Ja, ich habe gedacht, die Eierbiskotten wären ein Klopapier. Mann, ey, Susan, Eierbiskotten ist was zum Naschen. Wie viele Packungen hast du denn mitgenommen? Mein Fred, ich habe, warte, ich komm gleich wieder, ich zähle 20 Packungen habe ich mitgenommen. Was? Du hast 20 Packungen Eierbiskotten mitgenommen? Da kann ich ja 5 solche ganzen 10er-Boxen mit Klopapier kaufen. Klopapier ist jedenfalls wichtiger. Ja, das sage ich auch. Ich gehe jetzt gut los, Kloni, nicht. Was? Und wie willst du das Klopapier benutzen? Ja, ich nehme die Eierbiskotten mit, da steht hier reines Klopapier. Da steht reiner Zucker. Ach, Zucker und Klopapier ist kein Unterschied, das ist doch das Gleiche. Nein, ist es nicht. Und wenn du damit jetzt nicht aufhörst, nachher setzt es was. Ach, dann gehe ich nochmal einkaufen. Ja, mach das. Bye. Mann, ey. Ey, was tut die schon wieder da? Die ist ja gerade mal 5 Minuten weg gewesen. Hey, Fred. Hallo, Susan. Mann, hey, cool. Weißt du, jetzt hab ich die Glocke. Ich hab gleich 3 solche 10er-Dinger mitgenommen. Ja, super. Jetzt tue ich gleich in das Bad. In den Schrank rein. Mann, Susan, das sind wieder Eierbiskotten. Oh, das habe ich nicht gewusst, dass es wieder Eierbiskotten sind. Dann gehst du selber einkaufen.